Ja, hey Leute, ich bin heute wieder unterwegs. Ein bisschen das Wetter genesen. Hammer Wetter, vor allem warm ist er. 8 Grad ungefähr. Gewaltig. Und der Rick hat mal besucht. Grüß euch. Heute machen wir eine Tour miteinander. Eine kleine, ein bisschen was ausprobieren. Jetzt sind wir gerade auf der Suche. Material zum Feuerbaden. So direkt aus der Natur raus, nichts mitgenommen. Aber mal schauen, ob das funktioniert. Der Rick ist gerade beim Spindel errichten. Das ist ein trockener Nahtstock geschnitten. Und dann schnitzt sie jetzt zur Spindel. Schauen wir mal ganz gut aus. Trocken ist sie ja. Ja, check's gut aus. Der Enrico ist gerade beim Baubrett herrichten. Sag er? Gut, gut. So, der erste Versuch. Wir haben jetzt ein Kochmaterial mitgebracht, gar nichts, haben jetzt alles aus dem Wald rausgesucht und zugeschnitzt. Bleib traurig. Langsam auch eine Spindel. Thank you.
so schaut es gut aus. Ja, ich glaube, ich hab's. Frisch Mist so hinten rein. Frisch Brettel weg drin. Ach, das schaut gut aus, Banas. Frisch, gewaltig. Sehr gut. Hammer. Das klopft schon mal einfach. Genial, Bernhard. Gewaltig. Genial. Ganz super. Das ist ein anständiger Glatthaufen. Super. Super. Genial. Hammer. Weiter, Enrico. Langsam auch hin. Schon nix. Nix, ne? Fast einfach durch. Und gleich Fisch zerchen. So. Sehr spannend. Mhm. Okay. Ich kann mir einen Knoten machen, aber der hebt. Das ist einfach. So, ein bisschen erste Hilfe üben. Jetzt machen wir einen Ring. So, fangst du mit der Seite gleich an. Den hebe ich so, ja. Und dann wickel ich noch um. Ja, genau. Nehmen wir da ein bisschen Fisch ziehen. Ja, genau. Da hat er die Finger gebrochen. Jetzt sind wir gerade den Fingerschienen. Ich hab's gerade noch gar nicht selber probiert, weil ich mir meine Barrette noch was anderes habe. So sind ja ein Dreiecks durchgenommen und am Hals fest gemacht. Schön. Zum. Genau, schön langsam. Zusammendrucken ein bisschen. Ja, super. Brennt. War schwer. Mach ein paar Zigaretten.
im Dienst, oder wenn man mehr im Gebirge ist, ist die Alpenvereinskarten eigentlich die beste Karten. Warum? Einmal, weil sie eben einen Maßstab von 1 zu 25.000 hat und zum Zweiten, weil die Höhenschichtlinien entsprechend gut eingezeichnet sein und die Schichtlinien einen 20 Meter Abstand aufweisen. Wenn ich jetzt da die Karten anschaue, hast du sie nicht zu sehen. Also, du hast ja mal ein Heli abgeholt, gell? Mhm. Also, das Wichtige ist ja mal, wenn ich eine Karte habe, dass ich mit Blick Richtung Norden habe, oder? Ja, genau. Lade sie einmal ein. Da schätze ich. So. Da wird nicht viel fallen. Im Um. Mhm. Da ist ein Ohr gefahren von der Straße. Mhm. Da muss irgendwo der Parkplatz sein. Mhm. Da steht das Auto. Und dann sind wir östlich von, das ist die Bogenasten, heißt die da. Mhm. Oben ist noch. Wenn ich das Ding jetzt drehe, gell, dass das immer parallel zum Kartenrand ist, dann müssen die Karten eigentlich nach Norden zeigen. Gell? Probieren wir mal. Weil so stimmt sie jetzt nicht. Gell? Wenn das Ding jetzt drehst mit der Karte, so ist Norden. Ja, so ist ziemlich genau Norden. Eine Deckung zwischen der Nordnadel und der Markierung. Ja, da ist der Hundskopf, oder? Ja? Ja. Ja? Ja. Wir haben das jetzt angepeilt, gell? Mhm. Das heißt, wenn ich vom Hundskopf schaue. So, jetzt haben wir heute den Tag wieder umgebracht. Auf dem Gelernt, erste Hilfe, Feuerbahn, Bernhard, gewaltig gemacht. Gleich klappt. Ein bisschen Kartenkunde, ja. Und ja, den Tag einfach genossen. Ja, die Sonne ist weg, es geht zwar davon, aber man merkt, es zieht total an. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.